Wir alle leben gerne in Iserlohn. Wenn ich Sie fragen würde, warum leben Sie gerne in Iserlohn, was würden Sie aufzählen? Familie? Freunde? Vielleicht die ganzen Aktionen, die in Iserlohn immer stattfinden, die ganzen Angebote, die es hier gibt. Aber auf jeden Fall auch die Lebensqualität. Und was macht die Lebensqualität in Iserlohn aus? Ist es nicht genau diese Mischung, die uns zur Waldstadt macht? Die Mischung zwischen Natur und Bebauung? Hinter mir, da können Sie Natur sehen. Einen richtigen, echten Naturwald mitten in Iserlohn. Und dieser Naturwald macht die Lebensqualität aus. Hier in Dröschere, auf der Emst. Hier auf der Emst können die Kinder mitten im Grünen, im Naturnahen lernen. Immer wieder sieht man Schulklassen, die aus der Grundschule herauskommen, um hier auf der Emst sowohl in der Nachmittagsgestaltung oder einfach in Projektgruppen die Umgebung zu erkunden, um zu sehen, was hier in der Natur alles lebt. Aber auch der Kindergarten. Und sowohl für den Kindergarten als auch die Schule ist der kleine Weg, der mitten durch das Feld hindurchführt, ist der Weg zur Schule oder eben zum Kindergarten. Und dort begegnen die Kinder dann auch oft im Morgengrauen zum Beispiel einem Reh, was plötzlich aus dem Wald herausspringt. Wo haben Sie denn in Iserlohn die Möglichkeit, eine solche Umgebung zu finden? Die Bürgerinitiative hat bei einer Begehung und einer intensiven Untersuchung herausgefunden, dass hier in diesem Gebiet über 4.800 Bäume vorhanden sind. Wenn man sich überlegt, dass die Stadt Iserlohn seit Jahren bemüht ist um den Klimaschutz und viele Maßnahmen ergreift, um besser in dem Austausch von CO2-Gasen zu sein, dann stellt sich die Frage, wie kann es da gleichzeitig mit vereinbar sein, dass man einen solchen Naturwald mit 4.800 Bäumen einfach abholzen möchte. Zudem darf man nicht vergessen, welche weiteren Auswirkungen dieser Naturwald auch auf die Umgebung hat. Nicht nur die direkte Umgebung, was die Emst betrifft, sondern insbesondere auch das Stadtgebiet. Untersuchungen des Märkischen Kreises haben herausgefunden, dass dieses Gebiet als Kaltluftschneise dient, was insbesondere in den Sommermonaten eine wichtige Funktion für die Iserlohner Innenstadt hat. Wenn man jetzt einen Blick darauf wirft, dass in den nächsten Jahren ein massiver Klimawandel zu erwarten ist, dann stellt sich die Frage, ob nicht gerade diese Gebiete erhalten bleiben müssten, um auch der Bevölkerung eine gewisse Lebensqualität in den Innenstadtbereichen zu erhalten. Wirft man einen Blick auf die alternde Bevölkerung, die sowieso in den Sommermonaten unter größerer Hitze leidet und darunter, dass es zu fast 10 Grad Temperaturunterschieden zwischen Stadtbereich und Waldbereichen kommt, dann ist es einfach relevant und sehr, sehr wichtig, diese Gebiete zu erhalten. Dieses Gebiet ist ursprünglich für Bildung und Forschung ausgewiesen gewesen. Die Kanalisation und die in der umliegenden Umgebung wurde darauf ausgelegt. Sollte es nun dazu kommen, dass über 100 Wohneinheiten oder vielleicht auch nur eine reduzierte Anzahl von Wohneinheiten gebaut würden, kommt es zu einer so großen Versiegelung von Fläche, dass die zurzeit in diesem Gebiet liegende Kanalisation nicht mehr tragbar ist. Und die dortige Bevölkerung muss die entsprechenden Kosten tragen. Dies ist die Iserlohner Kaltluftschneise. Sie führt von La Mate bis in die Iserlohner Innenstadt. Diese Schneise garantiert, dass die Temperaturen dort im Sommer erträglich bleiben. Zwischen Wald- und städtischen Gebieten gibt es zeitweise bis zu 10 Grad Temperaturunterschiede. Im Flug von La Mate aus kann man sehen, dass die grüne Lunge auf der Emst ein Teil dieser Kaltluftschneise ist. In den Morgenstunden zieht so der Nebel über die Schneise bis nach Iserlohn und löst sich dann auf. Die Zerstörung des Waldgebietes auf der Emst würde die Iserlohner Innenstadt von dieser Zuluft abschneiden. Über 3000 Unterstützer der Bürgerinitiative zeigen, wie wichtig den Iserlohnern die grüne Lunge auf der Emst ist. Sie als Ratsmitglieder haben nun die Möglichkeit zu entscheiden, was daraus wird.